Also da gab es diese eine Nacht. Und sie müssen sich das so vorstellen, wir uns nur von Bier ernährt, weil es satt und betrunken macht. Auf jeden Fall, wir waren gut dabei, alkoholtechnisch, und wir hatten überhaupt kein Geld. Das habe ich auch schon gesagt, oder? Mhm. Auf jeden Fall ist Oliver dann so eine Idee gekommen. Eine total hirnrissige, aber er hat sie eben gehabt. Was war das denn für eine Idee? Dass er mir einen Nagel ins Knie rammt. Nein. Und dass wir behaupten, der Nagel sei im Treppenhaus vorgestanden auf irgendeiner Treppe und ich sei draufgefallen. Und dass wir das dem Vermieter erzählen und somit schön Geld bekommen. Weil das Haus eine verdammte Bruchbude ist. Mhm. Unterstreiter? Das ist doch absoluter Schwachsinn, mal ganz im Ernst, oder? Mhm. Hat Herr Eilers das auch als Witz gesehen? Ja, natürlich hat er das als Witz gesehen. Ja, ich habe gedacht, Olli meint das als Witz. Und hat er das? Nein, er ist in seinem Vollrausch durchs Haus gelaufen und hat einen Nagel gesucht. Ja. Er hätte ihn mir echt reingerammt, wenn er ihn gefunden hätte. Zum Glück hat er keinen gefunden. Haben Sie nach dem Vorfall nochmal mit Oliver Streiter gesprochen? Ja, am nächsten Tag habe ich ihn nochmal darauf angesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er alles ernst gemeint hat. Er hat gemeint, man müsse das machen, wenn ich was getrunken habe, damit es nicht so weh tut. Und das Einzige, was dann das Problem noch wäre, dass ich eine Tetanusimpfung bräuchte. Und dann habe ich entschlossen, mein Zimmer zuzusperren in der Nacht, damit der ja nicht daherkommt mit dem Hammer und seine Sache da durchzieht. So. Ich denke, wir haben jetzt alle gesehen, was Herr Streiter für ein Mensch ist. Sie schrecken vor gar nichts zurück. Nicht mal von einem inszenierten Unfall, um an Geld zu kommen. Das ist absoluter Schwachsinn. Also Sie wissen natürlich, wir können den jederzeit auch im Rechtshilfeweg durch einen Richter vernehmen lassen. Deswegen frage ich Sie jetzt, stimmt es, was der Jonas Eilers da sagt? Ja, es stimmt, was Jonas Eilers sagt. Aber trotzdem, es war ein Scherz. Es war bitte nicht ernst gemeint. Das erkennt man ja aus dem Video. Die beiden Geschichten ähneln sich schon sehr. Hm? Aber trotzdem schlage ich doch meiner Freundin nicht die Nase kaputt. Ja, und Sie glauben doch auch nicht, dass ich mir freiwillig die Nase brechen lasse. Ja, außerdem vergessen Sie, Frau Verteidigerin, dass diese Studenten in Kapstadt damals einfach kein Geld hatten. Das ist nicht das Problem der Zeugin. Die hat genug finanziellen Hintergrund gehabt. Also das ist schon mal nicht vergleichbar. Und dann sehen Sie auch folgende Situation: tagsüber so eine Aktion zu starten, Nasenbein einschlagen, wo von überall im Innenhof Nachbarn durch die Fenster gucken können, Leute von der Straße zufällig vorbeikommen können. Das macht doch alles keinen Sinn. Wie darf ich das denn verstehen? Im Umkehrschluss, dass das Risiko für meinen Mandanten nicht groß genug sein kann, oder wie? Ich denke, er war einfach wütend, er hat gar kein Risiko gesehen. Ich denke, er war vor allem überzeugt davon, er würde gar nicht angezeigt werden. Woher wollen Sie das denn wissen? Sie haben es einer Zeugin gegenüber erwähnt, schon vergessen? Und Sie meinen nicht, dass das geht? Ja, aber es ist doch bestimmt nicht das erste Mal, dass man ein Dispo in Kredit umgewandelt hat, oder? Ja, ich weiß, aber ich habe nicht gedacht, dass die Zinsen so hoch sind. Meinen Sie nicht, dass wir da noch was machen können? Ja, ich weiß, aber wissen Sie, diesen Monat ist es wirklich nicht gut bei mir und das hat so ein tiefes Loch in meine Tasche gerissen. Die Zeugin Christine Dehm, bitte. Ich muss jetzt aufhören. Ein Termin, euer Termin war super, ja, gerne. Montag? Montag ist gut, ja. 9 Uhr, ja? Danke, vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören. Frau Dehm, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Sie heißen Christine Dehm, 30 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover, Sie sind ledig, Inhaber in einer Boutique. Genau, mit Nina zusammen. Verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Goldmann, dem Angeklagten, sind Sie nicht. Sie wissen, dem Herrn Goldmann wird vorgeworfen, er soll die Nina Busch am 21. Mai 2009 im Hinterhof ihrer Boutique angegriffen haben. Er soll dort ihren Kopf bzw. die Nase aufs Fahrzeugdach geknallt haben, um ihr dort die Nase zu brechen. Kennen Sie den Angeklagten? Ja, natürlich. Nina und ich sind seit längerer Zeit befreundet. Und es war ganz klar, dass ich irgendwann Frank auch kennenlernen konnte. Zumal Frank und ich in der Nähe wohnen, das ist dann auch ganz klar, dass man sich ab und zu mal trifft. Und
Ja, man hat zusammen Dinge unternommen und das war am Anfang auch noch okay gewesen, als Frank und Nina auch noch zusammen gewesen sind. Aber später wurde es natürlich für mich ein bisschen schwieriger, weil man auch nicht weiß, wie man sich als Freundin verhalten soll. Und zumal Frank dann auch verschiedene, alle möglichen Phasen der Trauer durchgemacht hat. Also er war mal traurig, er war mal wütend, er war in sich gekehrt gewesen und das hat die Sache nicht einfach gemacht. Und wie war es nach dem 21. Mai? Ja, nach dem 21. Mai war es ganz klar für mich gewesen, dass ich den Kontakt habe versucht zu ihm zu vermeiden. Aber das Problem ist natürlich, wenn man sich dann ab und zu sieht, man geht im selben Supermarkt einkaufen, man nutzt die Apotheke und ja, dann ist, passiert es automatisch, dass man sich über den Weg läuft. Und so war das, glaube ich, auch 2 Wochen nach der gebrochenen Nase. Soll das heißen, Sie haben sich dann doch noch mal mit dem Angeklagten unterhalten? Ja, natürlich. Ich war in einem Supermarkt gewesen, habe nicht damit gerechnet, dass er vorbeikommen würde. Hatte ihn gesehen und versucht, mich vor ihm zu verstecken. Und ja, als wir an der Kasse standen, der hinter mir war, dachte ich, na, das ist ja auch ein bisschen blöd, wenn ich mich jetzt verstecke, mit ihm nicht rede. Also bin ich auf ihn zugegangen, habe mit ihm gesprochen und habe ihm dies und das erzählt. Und er schaute mich erst an, sagte gar nichts. Und letztendlich sagte er dann zu mir, dass es ja nicht Ninas Ernst sein könnte, diese Anklage mit ihm durchzuziehen. Ja, haben Sie verstanden, wie das gemeint war? Am Anfang nicht, aber irgendwann sagte er, dass Nina relativ eitel ist und dass sie das ja nicht ernst meinen könnte, weil dann müsste sie ja zugeben, dass sie ihn, also Frank, mit Oliver betrogen hat und Nina ist nach seiner Ansicht ein sehr eitler Mensch und das würde nicht in das Bild passen, weil Nina möchte eigentlich immer, dass man sie als Engel sieht. Und das meinte ich vorhin, Herr Goldmann, das meinte ich vorhin. Sie sind davon ausgegangen, ungeschoren davonzukommen. Natürlich habe ich geglaubt, dass ihr keiner diese irrwitzige Geschichte abnimmt. Aber letztendlich war es mir auch egal, weil ich nichts getan habe. Kommen wir noch mal zum Tattag selbst. Ja? Das war der 21. Mai 2009. Haben Sie da irgendwas von den Vorgängen im Hinterhof mitbekommen? Genau. Nein, ich war in der Boutique bereits gewesen, habe mich um die Kollektion gekümmert, darauf gewartet, dass meine Freundin Nina kommt. Hab das zwar mitbekommen, dass ein Auto vorbeifuhr und auch dort parkte, aber hätte ich vorher gewusst, dass Nina ein neues Auto gehabt hatte, wäre ich natürlich rausgegangen und hätte ihr Hallo gesagt. Aber ich wusste nichts davon, dass sie einen neuen Wagen hatte und somit habe ich sie auch nicht gesehen. Um wie viel Uhr haben Sie dann Ihre Freundin verletzt vorgefunden? Ich glaube, es war um 10.20 Uhr gewesen. Ich war gerade auf dem Weg zu den Mülltonnen gewesen und habe sie neben dem Fahrzeug liegen sehen, bin natürlich zu ihr hingegangen, sprach sie an und dann stellte ich fest, dass das Blut aus ihrer Nase floss und ja, versuchte ihr einfach zu helfen. Ist Ihnen sonst irgendwas noch aufgefallen? Ja, neben dem Auto lag ein Herrenarmband, das ich später auch der Polizei gegeben habe. Was, dieses Armband? Genau, um dieses handelt es sich und Nina teilte mir mit, dass es Frank gehört. Mhm. Ich habe ja auch nie was anderes gesagt. Nur, dass ich es schon in der Nacht verloren habe und nicht erst am nächsten Morgen. Stimmt ja, als Sie den Rosenkavalier spielen wollten. Sie haben es tatsächlich schon erwähnt. Wenn Sie es wirklich in der Nacht verloren haben sollten, wäre es wohl Frau Dehm auch früher aufgefallen, oder Herr Goldmann? Waren Sie denn an dem Tag zuvor schon, also morgens im Hinterhof mal? Ja, ich parke da immer und da habe ich meinen Privatparkplatz, aber an dem Morgen ist mir nichts aufgefallen. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Mhm. Gibt es noch weitere Fragen? Keine, danke schön. Da dürfen Sie Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Margot Ludwig, bitte. Frau Ludwig, guten Tag. Nehmen Sie einfach hier Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Das wissen Sie. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Margot Ludwig, 52 Jahre alt. Sie wohnen in Hannover, sind verheiratet, Sekretärin. Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten, aber Sie sind die Sekretärin des Angeklagten. Wie lange arbeiten Sie denn schon für Herrn Goldmann? Das sind jetzt schon 12 Jahre. 12,5, um genau zu sein. Ja. Das ist so ein angenehmes Arbeiten mit Herrn Goldmann, dass man die Zeit gar nicht merkt. Kommen wir doch direkt mal zum 21. Mai 2009. Das ist der Tag, an dem die Frau Busch, die Ex-Freundin des Angeklagten, im Hinterhof ihrer Boutique angegriffen wurde. Da können Sie mich alles fragen, ja. Also ich kann Ihnen nur gleich sagen, Herr Goldmann hat damit überhaupt nichts zu tun. Das kann ich auch belegen, weil an diesem Tag hatte ich einen Arzttermin und da musste ich an der Firma vorbei. Und sein Wagen stand wie gewohnt auf seinem Parkplatz. Und ich habe noch gedacht, mein Gott, der Mann, der hat schon wieder die ganze Nacht durchgearbeitet. Er ist so fleißig, er wird sich noch zu Tode arbeiten. Wie spät war es denn da? Es war so circa 9 Uhr. Und wann sind Sie dann in die Arbeit gekommen? 10:30 war ich an meinem Schreibtisch. Aha. Und haben Sie einen Angeklagten im Büro gesehen? Ja, er lag auf dem Sofa und hat geschlafen. Er hat noch seinen Anzug angehabt. Ich habe noch gedacht, ich wecke ihn vielleicht nicht, aber ich wusste von seinen Terminen und habe gedacht, er muss noch essen, sich ein bisschen frisch machen.
und habe ihn dann geweckt. Vielleicht darf ich kurz mal was verdeutlichen. Ich habe einen Stadtplan mitgebracht. Da habe ich zwei Kreise eingezeichnet. Einmal sieht man hier, das ist der Standort Boutique von Frau Busch und das ist das Büro meines Mandanten. So, und wir wissen genau, die Tat ist hier im Hinterhof bei der Boutique um 10.15 Uhr passiert. Mein Mandant war schlafend um 10.30 Uhr in seinem Büro. Es ist unmöglich, diese Entfernung in 15 Minuten zurückzulegen. Dafür bräuchten Sie wirklich einen Hubschrauber, Herr Staatsanwalt. Mit dem Auto ist das einfach nicht zu schaffen. Ja, jetzt ist doch allen klar, dass Herr Goldmann damit nichts zu tun haben kann. Sie jedenfalls sind sich da sehr sicher, Frau Ludwig. Ja, natürlich bin ich mir sicher. Polizisten achten auch immer genau auf alle Details. Als ich ins Büro kam, hatte ich einen Stein im Schuh. Und da habe ich mich auf die Motorhaube von Herrn Goldmann abgestützt und den Stein entfernt. Und die Motorhaube war kalt. In Krimis ist das auch immer der beste Beweis, dass das Auto nicht bewegt worden ist. Naja, schön. Ich meine, Information ist ja auch ganz spannend. Also für mich wäre sie zumindest spannend, wenn ich überzeugt davon wäre, dass es stimmt, was Sie da sagen. Heißt das, dass Sie mir nicht glauben? Ja, genau das heißt es. Ich glaube Ihnen nicht. Wissen Sie warum? Ich schaue mir jeden Zeugen hier genau an. Überlege mir dann, in welchem Verhältnis steht der Zeuge zum Angeklagten. Dann gucke ich, welche Aussage ich für glaubhaft halten kann aufgrund dieses Verhältnisses und welche ich für weniger oder gar nicht glaubhaft halten kann. Verstehen Sie, was ich meine? Schauen Sie doch mal, Sie müssen doch mal klar machen, wie das auf mich wirkt. Seit 12 Jahren, circa 12 Jahren, arbeiten Sie für den Angeklagten. Jetzt gucken Sie mal, was mit Herrn Goldmann los ist. Finanziell wird es immer schlechter bei Ihnen beruflich, aber er hält an Ihnen fest. Er hat Sie nicht entlassen. Obwohl es bei ihm so schlecht läuft, finanziert er Sie weiter. Das heißt, Sie müssen ihm eigentlich ja dankbar sein. Und unsere Gesellschaft ist da ja leider nicht ganz optimal in diesem Punkt. Damen in Ihrem Alter, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, haben es auch bei einer guten Qualifikation oftmals nicht so einfach, einen Job zu finden. Ich unterstelle Ihnen auf gut Deutsch, dass Sie ihm ein bisschen helfen wollen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich das denke. Die Nina Busch mögen Sie nicht. Die mögen Sie nicht. Sie können sie einfach nicht leiden. Und daraus ziehe ich den Gedanken, dass Sie hier die Unwahrheit sagen könnten. Ich würde niemals, egal wie gut das Verhältnis ist, eine Falschaussage machen vor Gericht. Wie ist denn das nochmal mit der Frau Busch? Stimmt das, was der Herr Staatsanwalt sagt? Können Sie die nicht ausstehen? Na ja, sie ist nicht ganz einfach. Wie meinen Sie das? Frau Busch ist sehr egoistisch. Sie denkt nur an sich. Sie kümmert sich nie um andere. Herrn Goldmann hat sie ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und dann auch noch mit anderen Männern betrogen. Das stimmt nicht. Und was ist das? Das ist ein Mensch. Wie wär's damit? Oliver war der einzige Mann, mit dem ich Frank betrogen habe. Nur, dass das mal klar ist. Sie haben Herrn Goldmann benutzt wie ein Checkheft. Und dann, als Sie ihn nicht mehr gebraucht haben, haben Sie ihn einfach weggeworfen wie ein benutztes Papiertaschentuch. Es geht Sie überhaupt nichts an, wie ich Frank behandelt habe. Stimmt. Nur mir wird übel, wenn ich sowas wie Sie sehe. Und wie Sie auch mit Ihren Freundinnen umgehen. Das muss ich Ihnen jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Also ich glaube, über das Thema haben wir jetzt lange genug geredet, was wir als Ergebnis festhalten können. Sie beide verstehen sich wirklich nicht, hm? Ich habe wirklich kein Problem mit Frau Busch. Ich habe ein Problem damit, dass Herr Goldmann auf der Anklagebank sitzt und diese Frau, die läuft frei herum. Und wie sie mit ihrer Freundin noch umgeht. Was soll das denn jetzt? Wissen Sie, ich habe auf dem Flur was gehört. Und zwar, die Freundin von ihr hat telefoniert. Sie hat enorme Probleme mit der Bank. Und warum hilft die Frau Busch ihr dann nicht? Sie ist doch die beste Freundin. Moment mal bitte. So kann man es ja jetzt auch nicht sagen. Jetzt nehmen Sie sie auch noch in Schutz. Sie nutzt sie nur aus. Halten Sie sich aus meinem Leben raus. Sie wissen doch gar nichts über mich. Ich weiß genug. Wenn ich so Menschen sehe, wie sie mit anderen Menschen umgehen, muss ich nicht mehr wissen. Ich helfe immer allen meinen Freunden, immer. Und Christine kann meine Hilfe haben. Und warum geben Sie ihr das Geld nicht? Sie verstehen es einfach nicht. Christine kann mit Geld nicht umgehen. Sie gibt alles immer sofort unnötig aus. Was bitte? Ich kann mit Geld nicht umgehen? Ich brauche das Geld nur, um meine Rechnungen zu zahlen. Und das sind Rechnungen wie Strom oder wie Wasser. Und ansonsten schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus. Aber Liebes, du setzt deine Prioritäten einfach falsch. Wenn du kein Geld hast, dann kannst du dir auch die Zähne nicht machen lassen. Ach klar. Weißt du, das mit den Zähnen, das war wirklich eine Notwendigkeit. Ich habe meinen Zahn abgebrochen gehabt. Soll ich deswegen dann nicht mehr essen oder was? Oh, ich kann es dir 1000-mal erklären und du verstehst es nicht. Du kannst mir das Geld einfach nie zurückzahlen. Das ist ja wohl das Allerletzte. Ich kann dir das Geld nicht zurückzahlen. Ich habe dich gefragt wegen 2000 Euro. Aber dein lieber Oliver, dem kaufst du einen Jetski für 19.700 Euro. Und dafür hast du das Geld, wobei du mit ihm noch nicht mal 8 Monate zusammen bist, oder was? Ja,
habe es nicht gewusst. Und jetzt guckst du mich ganz entsetzt an. Ich weiß, woher ich denn das weiß mit der Rechnung und dem Zetski. Ja, du, mein Liebes, da muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, lass die Rechnung nicht offen in der Boutique rumliegen. Jetzt bringe ich mich auch mal wieder ins Spiel. Frau Dehm, Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Diese Rechnung da für diesen Jetski, haben Sie die auch schon im Mai gesehen? Ja. Und wann im Mai? Mitte, Ende Mai, so um den 20. herum. Wissen Sie was? Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht noch mal hier vorn Platz nehmen. Zumindest dann, wenn keine Fragen mehr sind. Keine, an keine. Frau Ludwig. Frau Ludwig, danke schön. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Und vor dem kommen Sie mal bitte noch mal nach Mitte. Warum jetzt? Jetzt kommen Sie doch erst mal. Okay. Ich habe da gerade ein paar so Sachen gehört, über die ich mit Ihnen noch sprechen möchte. 55 StPO, ich belehre Sie daher, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Mhm. Wann hätten Sie denn zum Zahnarzt gemusst? Das war Anfang Mai gewesen. Und das heißt, dafür hätten Sie 2000 Euro gebraucht? Ja. Und Ihre Freundin Nina Busch wollte Ihnen nicht helfen? Nein. Und als Sie meinten, Sie hätten die Rechnung für den Jetski mit was, knapp 20.000 Euro um den 20. herum gesehen, war das dann vor dem 21. oder danach? Das muss der Tag davor gewesen sein. Mhm. Und ist es Ihnen dabei gegangen, als Sie die Rechnung gesehen haben? Ja, ich war enttäuscht. Lina und ich, wir sind schon lange befreundet. Und wie ist es Ihnen dann am 21. Mai morgens ergangen, als Sie gesehen haben, dass die Frau Busch auch jetzt noch mit einem neuen großen Auto ankommt? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Versuchen wir es doch mal anders. Sie sagten vorher bei Ihrer Vernehmung, dass Sie ja nicht wussten, dass die Frau Busch mit dem neuen Auto ankommen würde an dem Tag. Hm? Genau, das stimmt. Hat sie mir nicht gesagt. Ja, ich habe sie nicht gesagt, weil sie mich genau einen Tag vorher nach Geld wieder gefragt hat. Ja, und da wollte ich ihr natürlich das mit dem neuen Auto nicht reinreiben. Und wie haben Sie denn reagiert, als Sie den neuen Wagen gesehen haben? Das ist ja wirklich schöner, großer, teurer Wagen. Ja, ich war halt sauer gewesen. Ich bin immer für Nina da. Immer, wenn sie mich braucht. Stehe immer zur Seite. Und für mich ist sie nie da. Genau, Sie stehen ihr zur Seite und sie dankt Ihnen? Ja. Indem sie nicht hilft, selbst wenn es wirklich notwendig ist, Zahnarzt zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, so ein Wagen, was kostet der? 50.000? Dann kauft sie ihrem Macker einen Jetski von 20.000. Und dabei mal abgesehen, ein Jetski. Wo können wir denn hier mit dem Jetski fahren? Das ist völliger Schwachsinn. Ich denke jetzt noch mal einfach ein Stückchen weiter. Also, wenn ich eine Geschäftspartnerin hätte und die würde am Morgen mit einem neuen Wagen ankommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine sehr männliche Sicht, aber ich würde sofort rausgehen und mir den Schlitten mal anschauen, oder? Vielleicht wollten sie ja auch an dem Morgen erstmal gar nichts anderes, als nur rausgehen und sich nur das Auto ansehen. Ich wollte Nina nicht wehtun. Aber wissen Sie, ich bin aus dem Hinterausgang rausgekommen und ich habe das neue Auto gesehen. Und ich habe Nina gesehen und dann war sie gerade damit beschäftigt gewesen, ihre Kleidungsstücke aus dem Auto zu holen. Und ich wollte ihr nicht wehtun. Aber in dem Moment war ich so sauer auf sie gewesen, da konnte ich nicht anders. Da habe ich ihren Kopf genommen und habe ihn gegen das Auto gestoßen. Sag mal, du hast mir die Nase gebrochen? Ja, es tut mir leid. In dem Moment wusste ich nicht mehr, was passiert. Und erst als es zu spät gewesen ist, ist es mir bewusst worden. Du hast mir aber nicht gesagt, dass du das warst. Ich stand neben dir. Ich habe gedacht, du würdest es mitbekommen. Ich habe versucht, mit dir zu reden. Du warst bewusstlos, du hast es nicht mitbekommen. Und irgendwann hast du das Armband entdeckt und hast gesagt, dass es Frank war. Wann hatten Sie denn dann dieses Schmuckstückchen gefunden? Erst wirklich dann. Mhm. Was soll das denn jetzt? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Na super. Und was kann ich mir davon kaufen? Kaufen? Ich hab dir gesagt, dass es mir leid tut. Hör mal, ich meine, ich bin für dich immer da. Ich kümmere mich um deine Sachen. Ich nehme dir Anrufe entgegen. Ich habe mich um dein ganzes Erbzeug gekümmert. Ich bin da, wenn die Kunden kommen. Und du kommst immer zu spät. Ich kann mich auf dich nicht verlassen. Und dann mache ich einmal einen Fehler. Und dann rastest du so aus. Das kann's doch wohl nicht sein. Einer zu viel, würde ich sagen. Aha, einer zu viel. Entschuldigung, ich meine, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Es tut mir echt, echt leid. Ich weiß auch nicht im Moment, warum ich so aggressiv geworden bin. Sie tut dir also leid? Was ist mit mir? Frank, du tust mir auch leid. Ich wollte mich bei dir entschuldigen und ich wollte dir, Nina, die Wahrheit sagen, aber
Ich wusste dann irgendwann auch nicht mehr weiter und dann war es irgendwann zu spät. Gut, dann wissen wir jetzt ja, wie das abgelaufen ist. Trotzdem noch eine Frage. Wir hatten uns jetzt vorhin belogen, als es um dieses Telefonat zwischen Herrn Goldmann und Herrn Streiter gegangen ist. Hä? Ich weiß nicht. Ja, Herr Goldmann. In dem Fall habe ich gelogen. Ich bin zwischenzeitlich ja kurz aufgewacht und dann habe ich auch ihn angerufen. Und ich wollte eigentlich mit Nina sprechen, ihre Stimme noch mal hören und machen. Nachdem ich mit dieser Blumenaktion so gescheitert war, naja, ich habe anscheinend... Und über was haben Sie denn gesprochen, dem Herrn Streiter? Also wenn er sagt, es ging dabei ums Erbe, dann wird das wohl so sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich war zu müde. Hat noch jemand Fragen an die Frau Dehm? Keine, danke. Frau Dehm, dann bleiben Sie unvereidigt. Klar, Sie kriegen Post vom Herrn Staatsanwalt, oder? Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Bundeszentrale ist der Auszug, muss dann nicht verlesen werden. Nein, oder nein. Noch irgendwelche anderen Anträge. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Verteidigerin, die Zeugen Dehm sehen wir bald wieder. Und Frau Dehm, ich bitte Sie bis dahin mal genau zu überlegen, was Sie uns wirklich sagen wollen. Bitte nicht so ein Quatsch wie heute. Ich zitiere sinngemäß, ich wollte Nina nicht verletzen. Ich wusste in dem Moment nicht, was passiert. Sie werden ohne Wenn und Aber wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Und mit derselben Sicherheit ist der Angeklagte heute frei zu sprechen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, Frau Busch, Sie haben gesagt, das war ein Fehler zu viel. Ich glaube, Sie sollten den Mund, was Fehler anbelangt, nicht zu voll nehmen. Sie haben meinen Mandanten ausgenutzt wie eine Weihnachtsgans. Ihr Freund macht Fehler und Frau Dehm hat sicherlich auch einen Fehler gemacht. Der Einzige, der hier keinen Fehler gemacht hat, ist mein Mandant. Er hat sich hochanständig verhalten und sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ich beantrage ebenfalls Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Goldmann, Sie haben die Anträge gehört. Wollen Sie selbst noch was sagen? Sie haben das letzte Wort. Ich möchte einfach noch raus hier. Das Urteil verkündige ich nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Frank Goldmann wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Dehm, Sie wissen, dass Sie Mist gebaut haben. Sie waren natürlich tief enttäuscht. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Da arbeiten Sie sich auf, tun alles für die beste Freundin. Und wenn Sie sie einmal brauchen, hilft sie Ihnen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was wirklich notwendig gewesen wäre. Und zugleich sehen Sie, dass er auf der anderen Seite richtig viel Geld zum Fenster rauswirft und sich selbst natürlich gut gehen lässt. Nachvollziehbar. Was Sie getan haben, nicht nachvollziehbar, nicht entschuldbar. Brauchen wir sicher nicht darüber reden, aber es wird in einem neuen Verfahren natürlich darüber zu reden sein. Ja, und daher sind Sie natürlich frei zu sprechen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es gibt ja diesen bösen Spruch, dass für eine Frau Schönheit viel wichtiger ist als Köpfchen. Und zwar deswegen, weil Männer eben besser sehen, als denken können. Aber zumindest so viel Köpfchen wird nicht schaden, dass man noch erkennen kann, was wirklich schön ist. Also ich muss schon mal sagen, Frau Busch, Sie waren so hübsch ohne OPs und haben dann so viele OPs über sich ergehen lassen und reden davon, als hätten Sie gerade mal bei einem Auto einen Ölwechsel durchführen lassen, dass ich mir wirklich Gedanken über Sie mache. Es gibt tatsächlich diese Krankheit, Dysmorphophobie. Menschen halten sich für hässlich oder entstellt, obwohl ihre Umgebung das so ganz und gar nicht wahrnehmen kann. Und ich meine, ja, es gibt auch so eine Art Sucht nach immer mehr Schönheits-OPs. Anstatt weiter an ihrem Körper herumschnipseln zu lassen, sollten Sie wirklich überlegen, ob Sie nicht einmal Ihrer Seele was Gutes tun und sich da in Behandlung begeben. Ja? Es gibt ja noch ein Sprichwort. Auch das schönste Grün wird einmal Heu. Ja? Und dann zählt eben nicht mehr, wer die schönste Nase hat oder wer die Nase am höchsten trägt. Dann zählt, wer noch Freunde hat. Und Freunde zeichnen sich eben dadurch aus, dass man sich gegenseitig hilft und wer andere nur ausnutzt, der wird irgendwann ganz allein sein. Egal, wie viel er auf dem Konto hat, egal, wie schön er mal war. Zumal das Schönheitsideal gibt es ja gar nicht. Jeder Mensch ist auf seine Art schön. Hat zumindest Heidi Klum gesagt. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Christine Dehm wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und falscher Verdächtigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt.